Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt's mal wieder was ganz Neues. Und zwar testen wir heute Süßigkeiten von Sugar Dad. Sugar Dad verkauft so außergewöhnliche Süßigkeiten, halt hauptsächlich aus anderen Ländern. Ich glaube hauptsächlich Amerika, ne? Ja. Da war irgendwie, glaube ich, auch aus dem asiatischen Raum dabei. Und wir testen diese Sachen heute in dem Video. Hast du Hunger? Lecker! Hunger dabei, ja, oder sicher. Nicht am Start? Wow. Vor allem habe ich unnormal Durst. Heute ist es so schwül und ich habe, ja, krass Durst. Ja, es ist auf jeden Fall voll das ekelhafte Wetter zurzeit bei uns. Und wir haben da noch etwas drin, was wir nicht in diesem Video testen werden, sondern wo wir nochmal ein eigenes Video drüber machen werden. Möchtest du das mal zeigen? Boah Leute, wenn ich das sehe, habe ich gar keinen Bock da drauf. Und zwar, Schatz. Das ist von Jelly Beans die Bean Boozle Challenge, aber nicht mit den ekelhaften Geschmäckern. Ich glaube, das ist relativ neu. Das ist mit sehr scharfen Jelly Beans. Nur so als kleine Vorwarnung oder Ankündigung. Mhm. Was ist das schärfste, Schatz? Carolina Reaper mit 2,2 Millionen Scoville hat die. Das ist die schärfste Chili der Welt. Und da ist auch wirklich Püree von dieser drin. Und ich bin jemand, ich kann absolut keine Schärfe ab. Bei dir geht's so, ne? Ja, aber scharfes Öl. Super. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, in dem wir scharfe Chilischoten probiert haben. Aus dem Rewe. Und da sind wir schon an der gelben gescheitert. Und ja, wenn du jetzt sagst, das sind 2,2 Millionen, dann hoffe ich, dass ich das nicht probieren muss. Goodbye, wir werden sehen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt ungefähr 50 Euro bezahlt und einfach echt nur Dinge, die wir in unserem Leben noch nicht gegessen haben, oder? Und getrunken. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Sugar Dad ist natürlich für euch auch unten verlinkt, wenn ihr euch auch mal so eine Box zusammenstellen möchtet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit Getränken, die wir uns ausgesucht haben, damit wir auch was zum Runterspülen haben, falls das ein oder andere nicht so gut ist. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mir ausgesucht habe, weil ich glaube, das wirst du nicht mögen. Ja, wir können es mal gucken. Das ist schon rot. Das sieht so aus. Das ist so ein Soda mit Geschmack Cherries and Cream, also angeblich so Cherries und Sahne. Also es sieht jetzt nicht aus, als wäre da echte Sahne drin, deshalb denke ich mal nur so ein Geschmack. Ja, ich mache das mal auf. Ist sogar ein Drehverschluss. Was siehst du, kommt von der Dampf raus. Boah, das riecht. Irgendwas erinnert mich das. Wie diese Kirschlutscher, die man als Kind immer genommen hat. Diese, wo so 20 Stück an einem sind, diese grün-roten. Wisst ihr, was ich meine? Ich probiere jetzt mal. Boah, schmeckt unnormal gut. Schmeckt richtig krass, ist sehr süß. Aber man schmeckt voll diesen Sahnegeschmack daraus. Es schmeckt richtig geil. Okay. Willst du probieren oder lieber nicht, ne? Dann zeig doch mal, was du für ein Getränk. Ich habe ja meine eigenen Sachen. Aber das ist auf jeden Fall gut. Ich bin ja nämlich voll der Cola-Junkie. Trinke immer so Cola Vanille, Cola Sherry und so. Ja, und da habe ich, oder da haben wir was Cooles entdeckt, oder Schatz? Ja, habe ich so auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Und zwar Cola Orange Vanilla. Orange und Vanille. Also wir sind große Cola-Vanille-Fans, aber mit Orange zusammen. Crazy, oder? Ja, mach mal auf. Ich bin gespannt. Erstmal riechen, ne? Der Dufttest, ja. Wie Cola-Vanille erstmal. Ja, aber hat schon so eine Orangennote drin, finde ich. Auch im Geruch. Es müsste eigentlich wie Mezzo-Mix mit Vanille sein. Das schmeckt wie Mezzo-Mix, ne, Fanta-Vanille. Fanta-Vanille? Echt? Schmeckt ihr denn? Mhm. Guck, da ist so Vanille und Fanta. Oder? Schmeckt kaum Vanille. Echt nicht? Ich schmecke zum Beispiel extrem Orange, aber es schmeckt mega gut. So, aber Fanta-mäßig, ne? Ja, ist nicht überladen so. Ich habe gedacht, boah, vielleicht ist das ein bisschen zu viel, aber das schmeckt echt ziemlich gut. Warum gibt es die eigentlich nicht bei uns, ey? Keine Ahnung, das frage ich mich bei vielen Süßigkeiten. Wir machen mal hier ein Zufallsprinzip. Greif mal rein. Oh nein! Pringles! Pringles! Oh nein, sind die scharf? Okay,
Keine Ahnung. Indien. Chicken Masala Flavor. Tandoori Chicken. Die hatten auch Peking Duck und so, also richtig, sowas habe ich noch nie gesehen. Und Rice Fusion. Also, da ist bestimmt Reis mit in den Chips drin. Boah, riech mal. Boah, das riecht. Ja, riecht wirklich wie wenn du beim Inder vorbei bist. Beim Inder, ne? Geh mal ein. Warte, zugleich Zeit, okay. Schatz. Zum Wohl. Boah, lecker. Der Nachgeschmack ist lecker. Schmeckt wie indisches Essen. Mhm. Ne? Schmeckt mega. Wie Curry, ne? Mhm. Hammer. Oh, die schmecken so gut, Leute. Boah, sind echt richtig gut. So, das nächste Kombos. Stuffed Snack, Cheddar Cheese Salad. Sprachfehler. Boah, ich stehe ja voll auf Made with Real Cheese. Ich stehe ja voll auf Cheddar, ne? Was ist das denn? Ist da ein Würstchen drin? Ja, es ist Cheddar da drin, Leute. Crazy sieht das aus. Das ist ein Röllchen, da drin ist Cheddar. Okay, anstoßen. Boah, riecht richtig geil. Richtig cheesy. Also das riecht richtig nach ungewaschenen Füßen. Ja, nach Cheddar halt. Boah. Boah. Ich dachte erst so, geile Konsistenz, das ist Inhalt voll weich und außen voll, boah, geiler Geschmack, ne? Boah, die schmecken so gut. Mm, boah. Boah. Sollen wir jetzt erstmal die herzhaften Sachen essen, bevor wir jetzt anfangen, die süßen Sachen miteinander alles zu vermischen? Wäre das vielleicht schlau? Oder will jetzt Schokolade und gleich wieder Chips? Was meinst du? Mir ist das egal. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal die herzhaften Sachen. Hot Fries von Andy Caps. Kenn ich nicht, aber... Ah, what? Wieder Cheddar, oder? Nee. Ne, Corn and Potato Snacks. Hier steht irgendwas mit Cheddar. Ach, gibt's auch mit Cheddar Fries und Barbecue Fries. Boah, ich bin voller Barbecue-Fan. Aber wir wollten auch was Hottes nehmen. Um euch zu amüsieren, ne? Mal gucken, mach mal auf. Riecht nach nix. Riecht nach nix, aber... Das soll nix heißen. Vielleicht... Schärfe kann man nicht immer riechen. So sieht's aus. Das ist wie mit Wodka, da riecht man den Alkohol auch nicht. So sieht's aus. Oh, wie geil, die sehen echt aus wie Pommes so und fühlen sich richtig crazy so an. Ja, ne? Boah, lecker. Aber überhaupt nicht scharf. Was? Klar sind nicht scharf. Findest du? Nimm mal direkt noch einen hinterher. Ja? Ist noch scharf, oder nicht? Geht, ich finde es also schon, aber jetzt nicht unangenehm. Ja, das... Ich finde die geil, ich finde die Konsistenz gut, weil die so voll fluffy ist. Das zum Beispiel hat für mich die perfekte Schärfe, obwohl jetzt... Sag ich doch. Das ist jedes Mal so, wenn wir scharf essen, ist doch gar nicht so scharf. Ja. Nein, Spaß, also es ist schon scharf, aber... Ich muss auch ein Stück trinken. Ich habe jetzt zum Beispiel zum Glück hier Cream. Das ist ja wie Milch wahrscheinlich. Schmeckt mir gut. Ja. Aber mein also, Nummer 1 war gerade die Cheddar-Dings. Ich würde jetzt auch niemals die Pringles oder so dagegen jetzt eintauschen, weißt du? Ja. Hier noch, oh, schon wieder hot, Alter. Oh, Fuego heißt das. Ich weiß, Fuego heißt heuer. Heuer. Feuer. Hot. Ich wollte hot und Feuer sagen. Heuer. Keine Ahnung, das sind auch das Jalapeno und die Mette. Gott. Oh! Boah! Oh mein Gott! Die sind rot Gott. Wie Feuer! Boah, und ich hab noch diese Schärfe im Mund. Ja, ich, nimm ich dir. Ich trau mich eigentlich nicht. Ja, machen es gleichzeitig. Okay. Ich glaube nicht, dass Chips so scharf sein aber kann. Aber nur weil ihr es seid. Ja, groß. Dann direkt auf einmal oder? Nee, das ist so groß, oder? Aber so wie, weißt du, wie ein Hase? Ja. Schmeckt die Limette extrem. Mhm. Finde ich gut. Geschmacklich gut. Aber es ist nicht schärfer als das andere. Es ist genauso ungefähr. Das ist voll, nicht so. Ist voll der intensive Geschmack, ne? Was, ja, krass Limette. Das ist krass sauer. Ist das Limette? Ja, sauer ist das, ne? Ist extrem sauer. Also habe ich auch so bei Chips noch nie gehabt.
Crazy. Oh, schmeckt gut. Ja, für dich. Auch habe ich so noch nie gegessen. Schmeckt ein bisschen, geht in Richtung. Es ist auch so für das nächste Video, für diese, wie heißt diese Challenge? Diese scharfe Challenge da. Sie ist überhaupt nicht, wie sagt man, Schatz? Scharf resistent? Yan Yan. Das ist, glaube ich, dann eher aus dem asiatischen Raum. Sieht aus wie Mikado, Brotstäbchen mit einer Soße. Vanille flavored. Vanille flavored. Vanille flavored Dip Biscuit. Leute, ich weiß nicht, wie lange ihr uns schon folgt, aber Englisch ist wirklich so eine mega Schwäche von mir. Lies das mal bitte vor. Creamy Vanilla Flavored Dip Biscuit Snack. Ja, was ist das für ein Satz, Alter? Das ist vielleicht ganz gut für die Schärfe. Ja, das ist wie Nutella to go. Nur mit, was hat Milch? Meine Geschmacksnerven sind verbrannt. Schmeckt nichts mehr. War lecker, aber. Hammer schmeckt das. Ist wie die weiße Creme im Bueno. Boah. Boah, wie das, was bei Raffaello drin ist. Was denn jetzt? Bueno oder Raffaello? Ist alles dazwischen. Da sind aber echt nur ein paar Stück drin, ne? Warum sind da voll viele? Dann haben wir hier von Hershey's so coole. Brezeln. Cookies and Cream Brezel, Dipped Bretzels. Hershey's ist ja sehr bekannt, man bekommt ja die Schokolade mittlerweile auch hier in Deutschland sehr gut, aber das noch nicht, nur die Chocolate Bars, glaube ich. Stimmt. Wenn das jetzt so salzige Brezeln sind, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Könnte das was werden, ja. Die Schokolade finde ich persönlich auch sehr gut. Aber teuer. Teuer, und ich finde, die kann trotzdem noch nicht mit unserer deutschen Schokolade mithalten. Das ist einfach so. Ich finde so, also wir haben einfach richtig geile Schokolade. Sie ist voll der Lindt-Fan. Boah, ich liebe Lindt, ist für mich mit Abstand die beste Schokolade. Teilt ihr diese Meinung? Was ist eure Lieblingsschokolade? Deine Milka? Oreo, Milka Oreo. Milka. Ich finde, ich weiß nicht, ob man da so einen riesen Unterschied schmeckt. Also Lindt ist schon cool, aber... Ja. Schatz? Wieso nimmst du so eine kleine? Aber, also mega lecker. Mhm. Aber die gibt's auch im Lidl, deine. Jetzt nicht mit Cookies and Cream, aber... Was war das denn noch? Ah ne, Aldi. Der Aldi hat die. Auch so Brezel in Schokolade drin. Von der Eigenmarke von Aldi gibt es so eine Schokoladentafel auch mit Brezeln drin. Schmeckt ähnlich. Ja, ne? Die hätten für mich sogar noch einen Tick salziger sein können. Mhm. Oder? Aber Salz kommt durch, aber es hätte noch ein bisschen salziger sein können auf jeden Fall. Aber ist lecker. So, dann wieder etwas, was ich habe hier noch ein paar Sachen, die nur ich essen kann, weil mein Freund wieder 1000 Sachen nicht isst. Das sind Chewy Lemonhead. Pink Lemonade Flavored Candies. Let's see. Das sind einfach so kleine rosa Kugeln. Rosa? Ja, oder? Ja. Ja. Kein Geschmack. Ich muss drauf beißen. Guck mal, da steht drauf 25 Cent. Mhm. In Amerika. Ja, ach. Und? Haut mich nicht vom Hocker. Konsistenz kann ich gar nicht beschreiben. Ist wie. Ist das wie Tic Tac? Nee, ist komplett weich. Buh. Aber schmeckt ja wie Zitroneneistee. Vom Geschmack ist nicht schlecht. Aber ist jetzt nichts, was ich so weghauen würde, weil es mir so gut schmeckt. Mich? Mrs. Freshley's Donuts. Crunch! Mini Donuts Crunch. Wir hatten noch andere, ne? Mit Puderzucker, glaube ich, nur. Ja. Aber wir wollten nur, wir haben gesagt, wir probieren lieber Crunch. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen auf unseren Crunchy! Achten. Und wir sind voll die absoluten Donut-Fans. Und ja. Unnormal. 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 Mach du das mal lieber auf. Fällt dir alles durch die Hände. Oder fliegt dir alles durch die Hände. Boah. Boah. Die sehen auch aus. Die riechen so nur nach süß, ey.
Sollen wir uns den teilen? Ich kann, oder schaffst du den ganzen? Dann beißt die Hälfte ab. Ja? Ja, das ist die Hälfte, wieder nur ein Fünftel. Crunchy ist da nichts mehr? Doch. Das Kokos? Paprika ist auf jeden Fall drin. Wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Warheads. Keine Ahnung, was das ist. Chewy Chups. Boah, ich glaube, das könnte jetzt lustig werden. Nee. Meinst du nicht? Vielleicht guckst du gleich auch so wie der Typ. Milch, was steht da drauf? Boah, die sind doch bestimmt mega sauer. Die sehen aus wie so, glaube ich nicht. Da steht Milch drauf. Mhm. So Würfel. Ja. Das ist wie Center Shock, dieses ekelhafte. Hä? Ja. Ah. Eine andere Farbe. Da geht direkt weg. Echt? Mhm. Gerade hatte ich grün, ne? So Leute, und wir haben ja vorhin schon einmal erwähnt, dass wir voll die Cola-Fans sind und Cola Vanille. Ey, und die haben sogar Cola Sherry Vanille. Seht ihr das? Geil, ne? Ich bin ja. Trinkt das überhaupt was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warum macht das eigentlich jeder? Damit die Blasen darunter kaputt gehen, ob das was bringt. I don't know. Boah, das ist wieder. Das schmeckt nach. Das, Boah, das ist eine Verarschte. Wie? Das schmeckt wie Dr. Pepper, wie nach Marzipan. Voll lecker, das schmeckt überhaupt nicht nach Dr. Pepper. Klar schmeckt das nach Dr. Pepper. Nein, schmeckt kein bisschen nach Marzipan. Doch, mm-mm. Doch. Ich schwöre, das ist Dr. Pepper. Okay. Warum bist du so gemein? Ich find's lecker, ich mag aber kein Dr. Es Pepper. Es ist doch, soll man ich wetten? Mag kein Dr. Pepper. 10 Euro, dass das gleich schmeckt. Ich hole das nachher. Okay. Ja, okay. Hey Schatz, was soll das denn? Willst du mich natzen? Wo hast du das her? Das habe ich bestellt. Kannst du das bestellen? Nein, Leute, das hier konnte man da kaufen. Das sieht aus wie Gras. Und ich glaube, das ist Schokolade. Ich habe hier noch Luffy Taffy Candy. Packe ich auch zeitgleich mal aus. Das isst du da auch, die Schokolade, oder? Oh, geez. Eigentlich nehme ich so nicht. Luffy Taffy, ich probiere jetzt nur eins, weil ich kann nicht mehr Banane. Das riecht ein bisschen nach Tabak, Alter. So ein echtes Gras, das ist so an der Coverseite so. My Drugs. Lecker. Nach? Schokolade. Pur. Aber hat so einen leicht Tabakgeschmack. Aber schmeckt gut. Schmeckt nach Aschenbecher ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Wie kannst du sagen, dass das dann gut schmeckt? Ja, erstmal, der erste Geschmack war gut und danach schmeckt es nach Aschenbecher. Boah, das schmeckt mir gar nicht. Der Nachgeschmack ist so fein. Ich probiere jetzt hier Luffy Taffy Banane. Boah, das sieht voll unappetitlich aus. Boah, ekelhaft. Oh ne. Ne, das ist nichts für mich. Nicht? Boah. Einfach ekelhaft. Ich verstehe auch nicht, was diese Konsistenz immer soll, dieses Weiche. Ich probiere jetzt das letzte Kaugummi, bevor wir noch was Special-mäßiges haben, was ich schon kenne in einer anderen Sorte. Das hier kenne ich noch nicht. Airheads, Kaugummi. Süße Verpackung. Ach, wie witzig. Guck mal. Voll cool. Sag ich mal. Richtig süße Verpackung auf jeden Fall. Guck Boah, mal. Das riecht schon voll nach Wassermelone. Mhm. Das hatten die auch in voll vielen Geschmäckern. Boah, das riecht so nach Wassermelone. Boah, pur.
Hört ihr das eigentlich? Extrem süß. Mir zu süß. Schmeckt nicht so intensiv, schmeckt nur nach Zucker. Echt? Gar nicht nach Wassermelone? Doch, ein bisschen, aber meine Geschmacksnerven sind entweder jetzt ramponiert oder... Das schmeckt echt fast nur nach Zucker. Als letztes die bekannten Pop-Tarts. Hast du schon mal gegessen? Nee. Das gibt's bei Edeka. Die Sorte kenne ich auch nicht. Das ist jetzt Hot Fudge Sundae. Da sind 2 Stück drin. Ich gehe das jetzt in den Toaster machen und dann sehen wir uns wieder. Gehst du das mal in den Toaster machen? We are back with Pop-Tarts. Boah, das riecht mega lecker. Ist warm, ne? Ist gar nicht so süß. Mm-mm. Aber ich mag süß. Aber mir schmeckt erst nur eine Melone, ey. Ich konnte es nicht beurteilen. Ich habe so viele Geschmäcker im Mund gerade. Aber es glaube ich aber, gut. Ja, ist gut, aber mir ist mir zu wenig süß irgendwie. Echt jetzt? Probier nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr möchtet, dass wir nochmal ein paar mehr Sachen von Sugar Dad testen, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit wir das sehen. Oder wenn ihr Bock habt, dass wir was anderes testen, könnt ihr das auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind für alles offen. Aber an sich coole Erfahrungen, leckere Sachen dabei. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das mal zu testen. Auf jeden Fall kann ich das jedem mal empfehlen, um mal ganz andere Sachen kennenzulernen, weil das ist echt voll anders als die Sachen, die wir hier so in Deutschland haben. Oder nicht? Ja, ja. Vor allem, wie gesagt, wenn ihr, ich weiß nicht, die hatten ja jetzt auch nicht, da gab es ja auch nicht jetzt krass viel an verschiedenen Sachen. Also schon eine große Auswahl, aber ja. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr dann, also gerade was Pringles angeht oder so, vielleicht habt ihr geile Lieblingssorten oder so, die wir noch nicht kennen. Ja, könnt ihr uns mal gerne mitteilen. Wir sind voll die Pringles-Fans eigentlich, ne? Mhm. Und ja. Wenn wir euch gefallen, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, um keine weiteren Videos von uns zu verpassen. Bald gibt es die Bean-Boozle-Challenge. Wir drücken uns nach davor, aber wir müssen halt durch, weil jetzt haben wir es auch angekündigt. Jetzt haben wir es auch angekündigt und ich bin krank an dem Tag. Seid gespannt. Checkt unser Instagram und TikTok aus. Beides ist für euch unten verlinkt. Und ja, ich würde mal sagen, das war es, ne? Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal.